Was geht, Leute? Mein Name ist Anarab Fox und es wird wieder Zeit, VR zu spielen, und zwar in Escape Room at its best. Wir müssen uns wieder Problemen stellen und dabei auch noch die Höhe überwinden. Wir sind auf einem riesen Heißluftballon und müssen herausfinden, wie wir diesen entkommen. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So, das ist scheinbar wohl das Hauptmenü. Bisschen dürftig, aber ich hoffe, das Spiel ist um einiges dann nicht so dürftig. Wir können mit diesen Dingern interagieren. Also ich schätze mal, mehr würde es Sinn machen, wenn man mehr Auswahl hätte. Bei dieser VR-Experience Escape Room. Okay, aber wir starten jetzt einfach mal durch. Das Gefühl ist schon mal sehr gut, dass man schon am Anfang ein bisschen interagieren muss. Geh mal da weg, dann kann ich das besser sehen. You're a pilot flying a hot air balloon. Something is wrong and you're falling down. Repair devices and land safely. Hört sich gut an. Detailed instructions are displayed on a table. Find it. Use the right trackpad to teleport if needed. You have two punches on your hips to carry tools and a tablet. Finish all the tasks within 45 minutes, okay? To prepare your capsule for landing. Keep controlling the time with your watch. Okay, 45 Minuten haben wir. Aufnahme läuft. Noch kurz ein paar interne Einstellungen machen, ob das Spiel auf 140 Super Sampling. Das sollte eigentlich gehen. Cap aber natürlich wieder auf 45, damit das Gehakel sonst zu dumm wird. Und dann würde ich sagen, ein Story Mode. Doch, wir machen Story Mode. Wenn es schon eine Story hat, dann machen wir eine Story. Power Failure. Okay, Story Mode hätte ich jetzt gedacht, dass vielleicht ein bisschen Story kommt, aber scheinbar nicht. Wir können auf jeden Fall rausschauen. Bin nachher gespannt, wie das ist, wenn wir auf dem Ballon rumlaufen. So laut Screenshots können wir auch außerhalb interagieren. Okay. 45 Minuten haben wir, eine Uhr. Okay, das sollten wir eigentlich schaffen. Power Value. Power Supply Value. Find a new battery. Insert it to the electric box. Make sure everything functions. Können wir irgendwas? Nein, noch nicht. New battery needed. Aber wir können das schon mal mitnehmen. Okay, hier sind die... Das ist die Batterie scheinbar. Können wir das mitnehmen? Nein, das können wir nicht mitnehmen. Okay, irgendwo müssen wir jetzt die Batterie reinmachen. Oh, und dann könnte man... Stimmt, man... Das stand auf dem Bild. Man muss es umdrehen. Ne? Change the battery. So. Das machen wir schon mal. Gut, hier können wir aufmachen. Ah, hier kommt die Batterie rein. Okay. Change the battery. Instruction manual. Grab the both leader. Turn... 90 Grad outside. Cool. Upside. So. Aua! So. Das ist kaputt. Und das kommt neu rein. So wie es vorher war. Sollte richtig sein. Und... Nee. Muss schon. Ja. So, wieder nach unten. So. Was haben wir denn? Problem detected. Oxygen System Value. Set the valve so that all the counters are green. Seal the oxygen device. Okay.
Okay, set a value so that all the counters are green. Ja, einen Moment, ich schaff das schon. Low oxygen level. So. Restore airflow. So. Low oxygen level. Wow, wow, wow. Oh, da brauchen wir Werkzeug. Werkzeug. Vielleicht hätte ich vorher das Werkzeug suchen sollen. Restore airflow. Airflow restored. So. Oxygen system on. Ich glaube, da ist es, glaube ich, wichtig schon mal. Radio off. Das ganze Werkzeug, was wir theoretisch gebrauchen könnten, schon mal rauszuholen. Heißklebepistole. Find headphones. Okay, wir haben hier unsere Find headphones. Teile. Ich meine, könnte es sein, dass das Story Mode einfach nur schrittweise erklärt, was man machen muss? Hallo Odin. Du. Oh, ja, es passt. Find headphones. Weil eigentlich, ich würde gerne was ausprobieren. Ich starte nochmal das Spiel neu. Und dann schauen wir mal. Bis gleich. Okay. Also es ist jetzt der Expert-Mode. Ich habe jetzt mal den Stand jetzt mal so weit gespielt, als wir vorhin im Story-Mode aufgehört haben. Also ich sehe keinen Unterschied. Wir haben trotzdem Hints. Unsere AI redet trotzdem noch mit uns. Also mache ich jetzt einfach mal so weiter. Radio connection lost. Find a signal on the radio inset code. Okay. Radio signal. Achso, find the headphones. Find headphones. Hello, hello. Boah, das ist. Mach mal. Was ist der Code? 232 232. Macht keinen Unterschied. Was, wenn ich 44 macht auch keinen. Okay, wir müssen jetzt einfach wahrscheinlich im Signal. Signal suchen. Das könnte jetzt schwer sein. Machen wir da länger. Ein bisschen konzentrieren. So, und jetzt geht's. Wo ist mein... Ah. 232 232. Okay, machen wir mal 4 4 4 4. Radio on. Hello? 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 Can you hear Hello? Me? Oh, yes. Thank God you were able to establish communication. I'll try to help you with the capsule. All right? There's been okay. An accident. We don't know what happened yet, but the capsule is damaged. The computer works on autopilot now. So as long as you have full battery and fuel, and I hope you do, everything sure, will be all so. Right. You need to quickly prepare the capsule for landing. Finish your tasks to avoid crashing. Look at your watch. Stay calm and follow procedures. If okay. You don't remember them, there's still a tablet with a list. Do not drop it. Do everything to come back to Earth, alive, okay? We okay. Need you here. Ja, ich auch. Ich need mich auch. Rapid fall. Hot air leak detected. Proceed checkup. You're falling way too fast. The balloon is leaking. Go outside and fix it fast, or else you'll crash. Cell damage. Okay. Oh. Eine Maske brauchen wir. Wir brauchen Heißklebepistole.
die ich dachte. Ah ja, okay. Gut, Heißklebpistole, wir haben das. Wir müssen jetzt irgendwie hier raus. Balloon Damage. Ah, wahrscheinlich brauche ich hier mein Eisen. Ja. Hey, don't leave the capsule without your mask. Okay. So, kurz die IPD checken und. So, und raus hier. Puh, ist das nice. The leak should be visible from there. Oh, ja, ich seh's. Okay. Oh Gott, das ist geil. Ganz vorsichtig. Climbing. Ich möchte nicht sterben. Gut, dass ich keine Höhenangst habe. Und bloß nicht fallen lassen. You got this. There's still one left. Okay. Ganz vorsichtig. Good job. I bet the view is wonderful out there. Get back to the capsule or check the list on your tablet if you have it with you. The time is ticking. You have less than 40 minutes. Schaffen wir, keine Panik. Ich kann bouldern. Ich kann das. Ja, lieber das Stramme. Puh. Okay, dann gehen wir wieder runter. So. Set burners manually. I know leaving the capsule is not easy, especially when you're alone. I'm afraid you don't have much time. Achso, hey, mach das. Ah, okay. Never mind. Kurz ausrichten. So, okay. Burner Malfacture. Was haben wir jetzt für ein Problem? Burner von Increased Combustor by Equalizing the Power. Equalizing the power. Hier, das da? Nein. Dann soll wahrscheinlich doch wieder raus. Okay. Nehmen wir noch unsere Maske. Okay, sieht man da? Oxygen ist noch gut. Oh. Equalizing the power. Okay, das ist mit Eis. Oder ist das? Ah, hier sehe ich was. Oh, toll! Echt? Deswegen? Okay. Diesmal schmeiße ich das Teil nicht mehr weg. Das ist scheinbar wichtig. Deswegen legen wir es jetzt einfach mal hier auf den Boden. Gucken, welche. Okay, die funktionieren. Ich weiß gar nicht, in welchem Bereich ich denn stehen muss. Haben wir überall mal Vollgas gegeben. Der Power, okay. Ja, die letzten 25% fehlen hier. Wir haben noch sowas wie Kleber, oder? Aha. Ja. Good job.
running out of oxygen. Go back inside and change your mask. I'm pretty sure we back too. Combustion balanced. Good. You made it. Ging ja. Easy. Okay, weiter. Wir haben noch. Ja gut, ich bin ja jetzt sehr einfach. Lack of Ash and Gob, Quintain and Change Your Mask. Oh scheiße, was ist für ein Sturm draußen? Uncontrolled falling. Und kann man das jetzt. The balloon is too heavy and there's little gas left. I'm afraid you'll have to leave the capsule once again. Release the empty tanks now. Puh, okay, Hammer, Messer. Bohrmaschine. Okay. Brauchen wir jetzt richtig viel Zeug. Das, Hammer. Ne? So, und ein Messer. Das Messer nehmen wir im Mund. Geht natürlich nicht. Scheiße. Remove the empty fuel tanks to the... Okay, and control... Oh, oh, okay, das wird... Versuchen wir es mal, ob wir es mit dem Hammer hinbekommen. Okay. Und raus geht's. Oh, falsch rum. So. Nummer 1. Da. Na, was ist los? Wow, wow, wow. Ach du Scheiße. Ja, ja, ja. Oh, das war jetzt nice. Dass man gemerkt hat, dass das Ding im Schwanken ist. Easy. So. Und das... Oh, Scheiße, da verliere ich wahrscheinlich... You've just cut off. Hä? Also langsam habe ich Routine drin. Es geht alles zack, zack, zack. Aber diesmal müssen wir es noch richtig machen. Noch einmal gestorben, jetzt schon. Und your tablet. Ja, ja, das haben wir schon. Ja, ja. Nehmen wieder das und wieder den Hammer. The empty tanks. Deshalb muss ich erstmal wissen, welche sind denn bitte empty? Ich habe keinen Indikator, welcher da leer ist und welcher nicht. Ach so, doch, hier. Okay. Also nochmal das Ganze, diesmal aber richtig. So, der raus, der ist gut, der ist leer, sieht man ja hier, das habe ich irgendwie vorhin irgendwie ignoriert. So, das raus, wie sieht es damit aus, der ist auch leer, mach mal weg. Hammer ist da und der da ist leer. Was
erstmal bloß keinen vollen entfernen. Das wäre fatal. Und der letzte. Wow. Was ist das? Oh, Scheiße. Oh Mann, wir verlieren Luft. Okay, das brauche ich nicht mehr. Dafür brauche ich wieder meinen Kleber. Und wieder raus. Es donnert ja nur ein bisschen. Okay. Hier festhalten. Da festhalten. Na, ich brauche mein Messer. Komm schon. Oh Gott. Da ist eine Sprosse abgegangen. Messer, Messer, Messer. Wo ist das Messer? Das Messer? Oh, wie viel haben wir? 2. Ja? Ich glaub's auch nicht. So. Now, landing will be hard, but I know you can do it. Landing procedure started. Are you ready? Stand ja. In front of your computer. The autopilot's okay. Off, so you can steer yourself. The lever on your left controls the altitude and the speed of falling. Now, grab the left lever and try to stay in the green zone. Okay. Ja, das kennen wir von Elite Dangerous. Interdiction. You've reached the jet stream. Good. Now grab the right lever and stabilize the capsule. Easy. Ganz ruhig, Baby. Hold on. Ganz ruhig, Baby. Make you feel a bit dizzy. You might even faint. Nee, 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 niemals. Hey, wake up. Wake up. Wow, that was awesome. You made it. I can't wait to send you on another mission. Seriously, you're the first one to survive such a critical damage up in the air. You should be proud of yourself. Shoot the flare, and we'll get you out of there. Wir sind draußen? Das war's? Bin zwar bewusstlos geworden, aber... Mal die Flare hier. Und dann beenden wir das Teil. Ah, hallo? Oh shit. Wunderschön. Gut. Aber eine Sache
juckt mich noch im Hirn. Das müssen wir auf jeden Fall noch ausprobieren. Deshalb gehen wir doch mal ins Spiel zurück. Hallo? Lass mich nochmal rein. So. Wir gehen nochmal ins Spiel zurück. Wir machen denn... Ja, machen wir nochmal den Expert-Mode. Power failure. Nehmen noch das schöne Wetter mit. Ich glaube, wir können auch jetzt schon mal raus. Wir ignorieren das jetzt einfach, weil ich möchte jetzt einfach nur zu guter Letzt auf die Spitze des Ballons. Nehmen hier uns wieder eine Maske und gehen gleich schon mal raus. Da wird nichts passieren. So. Und jetzt ganz nach oben. Auf die Spitze. Denn wir haben die Möglichkeit. Also sollten wir sie auch nutzen. Oh. Ganz nach oben. Gibt's bestimmt ein Achievement. Ist gerade ein bisschen laut. Oh, es ist laut hier oben. Puh. Wir sind tatsächlich auf der Spitze. Aber es ist ziemlich laut. Und mehr gibt es hier oben auch nicht. Deswegen ziehen wir unseren Fallschirmgurt an. Und springen. Nice. You are falling out of the balloon. Und damit beenden wir das Spiel. Gänse abmod. Und dann reden wir noch ein bisschen drüber. Bis gleich. Wir sind wieder zurück auf dem Boden. Auf dem Boden der Tatsache. Die Tatsache ist, dass das Spiel eigentlich ganz okay war. Also für diese halbe Stunde. Es ist halt Routine drin mittlerweile. Wenn man immer wiederholt die Situation nachspielt, weil man stirbt oder weil man irgendwas falsch gemacht hat, dann ist da schnell Routine drin. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Eine kurze Experience, so muss das sein. Und letztendlich haben wir es auch noch absolviert. Das erhöht mein Gemüt für neue Escape-Spiele, die wir vielleicht in Angriff nehmen. Und bis dahin hoffe ich, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Enero Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.